Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe. Und das ist ja das letzte Orakel vorerst, was ich hier aus Deutschland euch im normalen Zustand, wie ihr es kennt, sende. Ab eigentlich heute Abend sind die Karten im Koffer, die ich mitnehme nach Kenia zu meinem Seminar. Und hoffe wirklich, dass ich in der Lage sein werde, das technisch zu realisieren, dass ihr weiterhin eure Orakel bekommt. Nehmt es nicht zu genau mit den Zeiten, ich versuche es so hinzukriegen, dass es einigermaßen zeitig bei euch ankommt. Muss mich natürlich auf die technischen Gegebenheiten, Uploadzeiten und so weiter einstellen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das klappen wird und habe hier jetzt auch wirklich einen Hammer-Orakel hingelegt bekommen, sage ich ganz bewusst, was sich echt gewaschen hat. Und möchte dazu eigentlich nur eins sagen, noch mal ein Erlebnis, was ich heute Morgen hatte. Da habe ich nämlich gespürt, dass meine Zwillingsflamme wie so eine, wenn ihr diese, ihr kennt diese Matroschka-Püppchen, diese russischen Matroschka-Püppchen, und wenn ihr die große Puppe nehmt und die nächst kleinere, die da drin ist, dann habt ihr ja wie so eine kleine innere Hülle, die so eine Matroschka-Puppe ausfüllt. Und genauso habe ich meine Zwillingsflamme heute Morgen in mir gespürt, als wenn er wirklich in mir drin wäre, ein Teil von mir wäre, ein Teil meiner selbst ist, was er definitiv ist, und so eine initiale Verschmelzung und Einswerdung gespürt, die einfach heute Morgen so da war, ja, und habe das so registriert und war auch erst ein bisschen verblüfft und dann wieder irgendwie auch froh und begeistert und irgendwie wieder verblüfft und habe das eigentlich nach hinten gepackt und habe dann irgendwie hier meinen Tag irgendwie gerockt und ein paar Dinge unternommen, ein paar Dinge noch getan, erledigt und habe dann die Kartendecks ausgesucht für das Engel-Orakel der Liebe, wurde ganz klar zu diesen Karten geführt und ganz klar zu diesen Karten, die ihr wahrscheinlich zumindest von mir noch nicht kennt. Die benutze ich, das glaube ich, das erste Mal jetzt hier im Orakel. Und das ist das Isis-Orakel von Alana Fairchild. Hier oben steht der Name der Autorin. Das Isis-Orakel, es hat mich wirklich angeblinkt, dass ich es nehme. Und dann habe ich mir schon gedacht, dann kommt was sehr Abgefahrenes. Ich habe auch selber noch nicht viel mit dem Deck gearbeitet. Manchmal kaufe ich mir so exotische Decks, nenne ich es mal, und spiele da ein bisschen mit rum. Und dann liegen die da wieder. Und das ist so unterschiedlich, was mit mir in Resonanz geht. Aber auf jeden Fall kriegen wir hier eine sehr, sehr schöne Botschaft für die kommende Liebeswoche. Und ja, gehen wir da einfach auch mal rein. Bevor wir das anschauen, hier nochmal die Steine für die individuellen Botschaften. Ich habe hier für euch den blauen Sodalit. In der Mitte den grauen Rauchquarz und den schwarzen Onyx. Bitte entscheidet euch jetzt, was ist der richtige Stein für euch? Ist es der schwarze Onyx? Ist es der Rauchquarz? Ist es der Sodalit? Oder sind es etwa die Karten, nach denen ihr gehen wollt? Wenn ihr mehr Zeit braucht, dann haltet das Video an und ja, folgt eurem Bauchgefühl bei der Auswahl. Ich fange schon mal mit dem Wochenorakel an. Die erste Karte, die kommt, zeigt Flitterwochen an. Und das kann ein Symbol sein für eine Reise, für einen Ausflug. Es kann auch eine schöne Zeit mit einem geliebten Menschen zusammen zeigen, dass man Zeit mit jemandem zusammen verbringt, die sehr wertvoll ist, die sehr innig ist. Auch eine gewisse Harmonie strahlt diese Karte aus. Vor allen Dingen in Zusammenhang mit der zweiten Karte, die kam, romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Also es gibt wahrscheinlich in der kommenden Woche die Gelegenheit, Zeit mit einer geliebten Person zusammen zu verbringen oder zu einer Person zu reisen oder wie auch immer, und wo eben sehr starke Gefühle auf Gefühlsebene ausgetauscht werden können. Ja, also auch eine Öffnung vielleicht kann stattfinden, dass Gefühle entweder vielleicht erstmal gespürt werden oder aber auch mitgeteilt. Ich wäre aber gar nicht so wild auf dieses Mitteilen, sondern mehr auf das Fühlen. Verlasst euch mehr auf das, was ihr fühlt. Und die Engel sagen auch, es ist ja vielleicht nötig, sich zu trauen, sich nackt dem anderen nackt zu zeigen. Und das kann in jeder Hinsicht gemeint sein, aber ich denke vor allen Dingen eben gefühlsmäßig, psychologisch ist es gemeint. Also wirklich zu zeigen, wer man ist, zu sich zu stehen, zu den Schwächen, zu den Schönheiten, die man so hat, aber eben auch einfach, ja, sich dem anderen zu offenbaren, wie man ist. Das muss jetzt nicht hier überstürzte Liebesbekundungen nach sich ziehen. Seid einfach ihr selbst, ja, fühlt einfach, was ihr einem anderen von euch mitteilen wollt, zeigen wollt, aber es geht mir um den psychologischen Aspekt. Ja, wirklich dem anderen zu zeigen, wer bin ich und wie stehe ich zu dir. Ja. Und wenn ihr das tut oder wenn das geschieht, dann wird eine Brücke gebaut.
die bewirkt, dass du stark bleiben kannst und dass du dich mit dem verbinden kannst, was wichtig für dich ist. Also hier wirklich einen Brückenschlag zu bewirken zur anderen Person. Also es scheint irgendwie eine stärkere Verbindung geben zu können, wo Dinge wie bei einer Brücke hin und her fließen können, im Austausch sein können. Ja, Brücke, eine Brücke zu einem Menschen zu bauen, heißt ja auch immer wirklich bei der Person auch anzukommen, willkommen zu sein, ja, eingeladen zu sein in der Hinsicht. Ja, und die Isis-Karten zeigen dann nochmal sehr auf einer energetischen Ebene sehr klar, es geht hier um den Ausgleich des Weiblichen und Männlichen. Es geht um die alten Tantra-Techniken oder Tantra-Wissen oder Tantra-Energie der Seele. Ja, also es geht darum, den Ausgleich von männlich und weiblich wird in der kommenden Woche nochmal eine starke Ausprägung finden, starke Möglichkeiten finden, in die Balance zu kommen. Wie ihr seht, dass die Isis hier so Waagschalen hält, ja, so eine alte Waage in der Hand hält. Isis ist ja eine alte ägyptische Gottheit, die älteste überhaupt, also die Urgöttin, quasi auch bei den Ägyptern, die verehrt wurde. Und ihr Pendant ist Osiris. Das war ihre Zwillingsflamme. Und hier bei Osiris geht es um das Thema Heilen des göttlich-männlichen. Also es scheint jetzt in der kommenden Woche eine sehr gute Energie da zu sein, die bewirkt, dass das göttlich-männliche heilen kann. Das Heilen der Herzen hatten wir schon in dieser Woche, was sehr viel Vorschub bekommt. Und was Osiris auch ermöglicht, in seiner göttlichen Männlichkeit eben und nicht in der ego-gesteuerten Männlichkeit zu agieren. Und das sind ja alles alter Egos oder, wie soll ich sagen, Archetypen von Mann und Frau, von Gott und Göttin, ja, in irgendeiner Form, auch Hohepriester und Priesterin, je nachdem, welche Rolle ihr da am besten nachvollziehen könnt oder irgendwie auch spüren könnt. Und das ist für mich sehr abgefahren, weil das eigentlich sehr gut zu dem passt, was ich auch empfunden habe heute Morgen, dass es wirklich darum geht, auch für die Frauen jetzt unter uns hier, das Männliche zu integrieren und auch, also auch in uns selbst. Und dass es jetzt in den Ausgleich kommen kann, dass sehr viel positive, fördernde Energien da sind, um das zu tun. Und dass für die Männer heißt das natürlich genauso, dass göttlich-männliche in euch Männern jetzt Heilung erfahren wird. Das könnt ihr fühlen als Heilung, denke ich, vor allen Dingen im Herzbereich oder Herzchakra energetisch gesagt. Durchaus auch im Sakralbereich, also was das Leben eurer Liebe auch auf sexueller Ebene betrifft. Ja, überhaupt die Verbindung von Kopf, Verstand und Herz, ja, Gefühlswelt, dass ihr merkt, ihr fühlt mehr oder da kommen mehr Gefühle, die ihr nicht übersehen könnt und übersehen wollt und dass ihr das anfangt, mehr zu integrieren. Und das ist sehr wichtig, ein ganz normaler Prozess, der auch zu eurer Ganzheit führen wird, genauso wie die Frauen das auch lernen müssen und auch integrieren müssen und ich natürlich genauso. Insofern hat hier jeder diesen Job zu tun und ja, für die Männer gibt es da jetzt einfach echt richtig positive Energie und das freut mich sehr für alle Beteiligten, denn das wird sich ja positiv auf alle neu entstehenden und bestehenden Beziehungen auswirken. Ja, kommen wir hier zu den individuellen Botschaften der Sodalit. Da kam eine Karte und das ist die Karte Rise Above, der Elevator. Ja, der Elevator weist natürlich darauf hin, dass wir unseren Weg zurück zu Gott bahnen, ja, dass wir aufsteigen wollen. Der Planet wird geflutet mit Aufstiegsenergien zurzeit. Wir haben das im Dezember sehr, sehr stark gemerkt. Mir fällt auch ein, dass ich im Dezember ein Ritual, die Aufforderung bekam. Ich nehme das auch kurz mal noch hier dazwischen. Die Aufforderung bekam, ein bestimmtes Ritual zu machen. Auch eine Seelenreise, wo ich bestimmte Energien in den Ausgleich bringen sollte, allerdings im Universum, nicht hier auf der Erde, was sich aber eben auf die Erde auswirkt. Und es kann eben sein, dass jetzt die Dinge auch eben in die Bahn kommen und dass uns auch natürlich unter vielen, vielen Dingen, die wir alle hier tun, hilft, jetzt in unserer Schwingung nach oben zu gehen, auch die Schwingung in Beziehung jetzt nach oben zu erheben und wirklich ja im Gleichklang auch nach oben zu steigen. Ja, es geht hier nicht um Wettlauf, ganz sicher nicht. Der Rauchquarz. Also für diejenigen, die die Karte gezogen heißt, nochmal haben, bedeutet das, du wirst vorbereitet darauf, deine weitere Schwingungserhöhung zu bekommen, dich immer mehr deinem höheren Selbst zu nähern. Ja, weil du kannst nur mit deinem höheren Selbst verschmelzen und aufsteigen, wenn du Männliches und Weibliches in Ausgleich gebracht hast. Und das ist jetzt einfach ein guter Weg für dich dahin. Der Rauchquarz hier in der Mitte zeigt einfach mal generell, dass es hier um Seelenverbindungen geht. Ja, es können auch Zwillingsflammen sein. Es geht, glaube ich, hier bei dieser Karte um die Seelenverbindung, die wir haben, zu erkennen, wir haben einen Seelengefährten an unserer Seite oder jemand, der uns vielleicht jetzt auch in der kommenden Woche
den wir eben kennenlernen können. Das kann eben jemand Neues sein, wo wir spüren, die Verbindung ist eine ganz andere, als wir das vielleicht früher mit einem Mann oder einer Frau gehabt haben. Also es ist eine tiefere Verbindung, es bewegt mehr in uns, es löst mehr in uns aus, eben auch Wachstumsprozesse, Veränderungsprozesse. Und es geht jetzt auch für diejenigen, die schon eine Seelenverbindung natürlich haben, darum, einander noch besser kennenzulernen, noch mehr übereinander zu erfahren. Also das kann, passt ganz gut zu dieser Öffnung, ja, also indem das göttlich-männliche heilt, kann es auch mehr, kann es oder kann er auch mehr von seinem Herzen überhaupt mitteilen, was er fühlt, wie er fühlt, ja, wie er die Welt sieht, ja, wie er seine Liebesgefährtin sieht, wahrnimmt, fühlt. Ja, also da wird, ich habe das Gefühl, dass da mehr kommt. Ja, die Gespräche werden sich etwas verändern, werden offener werden. Erwartet nicht zu viel, erwartet nicht den großen Knallpeng und zack, ja, sondern es wird schrittweise gehen und erlaubt den Männern oder denen mit dem männlichen Anteil, muss man klar sagen, weil viele Frauen natürlich auch männliche Anteile haben und manche leben auch in Beziehungen viel stärker den männlichen Teil und der Mann eher den weiblichen, das ist genauso okay. Und es kann sein, dass da jetzt einfach ja, mehr Öffnung stattfindet, mehr Bewusstsein darüber, mehr Kontakt mit diesem inneren männlichen Teil, sowohl beim Mann als auch bei der Frau und auch mehr Gespräche darüber und das mehr teilen zu können. Und das ist für mich die Brücke, ja, diese Kommunikation, dieses sich zeigen, ja, wir haben es hier ganz perfekt, dieses sich einander zeigen, wie man wirklich ist, sich das auch trauen. Das ist für Männer immer noch schwieriger als für die Frauen. Und es ist aber eine Brücke, die den Ausgleich bringt, ja, und auch eine Brücke der Kommunikation zum anderen. Also sehr schön hier für euch. Der Onyx bringt eine weitere Isis-Karte. Ja, und das ist der Geist der Isis, der hier jetzt ganz schön in dieser Woche uns positiv verstärkt, uns Frauen und den männlichen und weiblichen Teil in uns. Und das ist der Triumph der Göttin. Also das heißt, Triumph heißt nicht in diesem Fall Sieg über jemanden oder dass man etwas besiegt, schon gar nicht einen Mann oder männlichen Anteil. Es geht nicht darum, einen Gewinner zu haben und einen Verlierer. Es geht darum, dass die Göttin, dann, wann triumphiert Isis? Das ist eigentlich schnell erklärt. Isis triumphiert in dem Moment, wo sie es schafft, Osiris, der ihr Mann war, der ihre Zwillingsflamme war und dem von seinem dunklen Bruder Seth, der Penis oder der in Stücke zerteilt wurde, ich glaube in 13 oder 14 Stücke zerteilt wurde und das letzte Stück, was Isis nicht wieder zusammensetzen konnte, war eben der Penis, weil der fehlte und sie hat ihn dann in Gold neu erschaffen oder aus dem Kosmos erhalten, würde ich fast eher sagen, ich glaube nicht, dass der irdisch war, das ist mein Gefühl, und hat ihn dann angesetzt und hat versucht eben damit Osiris wieder zu heilen und quasi auch seine göttliche Männlichkeit wiederherzustellen. Gold ist ja die Farbe des göttlich-männlichen auch. Also, und der Triumph der Göttin ist eben nicht der Triumph um den Mann oder um den kastrierten Mann oder wie auch immer, sondern das Gegenteil ist der Fall, eben das Heilen des göttlich-männlichen, das ja im Prinzip wieder Anbringen des göttlich-männlichen Habitus. Ja? Damit unterstützt sie den Mann. Das heißt nicht, dass sie ihn heilt und er macht nichts, sondern natürlich heilt Osiris sich auch selber und das geschieht eben im Zusammensein, ja, im Zusammenarbeiten hier in dem Fall. Also ein ganz, ganz tolles, richtig mystisches Thema, was wir hier jetzt haben, was in dieser Woche sich auswirkt. Also wenn ihr euch da mehr interessiert für Osiris und Isis, dann lest einfach am besten mal im Internet nach. Da gibt es ganz viele Informationen, auch auf YouTube, viele schöne Videos, wo viel erklärt wird über das, was da passiert ist. Und schaut mal, wie manche Themen da auch mit euch in Resonanz gehen. Also es geht halt um die energetische Verbindung zwischen den beiden, die eigentlich nur Archetypen für uns sind, für das Männliche und das Weibliche, für die Göttin und den Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche, wunderbare Erfahrungen. Sagt Bye-bye, bis ich mich wieder melde aus Afrika und sagt Tschüss.